Hallo und herzlich willkommen zu meinem Abschlussvideo hier im Jahr 2020 hier aus dem Europapark. Ich habe ja wie im vorletzten Video ja gesagt, dass ich mir mal einfach mal den Room Service mal gegönnt habe und möchte euch halt mal zeigen, was man dann halt bei einem Room Service dann alles dann für dann alles, was man was da beinhaltet es ja zu diesem Zimmerfrühstück, was man dann bekommt. Man hat hier dann halt eine Auswahl an. Man hat hier, ihr seht ja hier, man hat hier Brötchen. Ein Mehrkornbrot ist dabei. Dann halt zwei verschiedene Sorten Brötchen. Dann gibt es hier sogar noch Obst in so einem kleinen Wegglas. Irgendwie so ein Müsli oder was das sein soll. Ist hier da Müsli. Kanne Kaffee ist dabei. Eine Flasche Saft von Granini. Sogar hier zur Deko haben sie sogar hier Blumen dabei getan. Dann ist natürlich auch für den Kaffee dann halt hier Milch und Zucker. Dann natürlich, wie es halt bekannt ist aus dem Restaurant, hier diese Teller, Tellertasse und Untersetzer. Momentan wird ja auch in so einem Korb hier zum Beispiel auch das, die Brötchen reingetan, wenn man sie aus dem Buffet holt, im Restaurant innerhalb. Aber darum soll es jetzt auch nehmen, das ist halt auch, warum ich das Video auch nochmal gestartet habe. Wollte ich euch kurz mal dieses Room Service zeigen. So, dann möchte ich euch doch zum Schluss noch einige, noch ein paar Informationen mitgeben oder noch ein paar Informationen erzählen, die ich dann jetzt hier im Hotel jetzt in diesen Tagen, die ich jetzt hier verbracht habe, euch noch mal, ihr seht da mein Köfferchen. Auf jeden Fall, wenn man zum Beispiel, wenn man hier anreist, bekommt man ein paar Tage vorher eine separate E-Mail, wo dann halt Informationen drinstehen, wie da wird man als Hotelgast informiert. Ich gehe mal auf den Balkon, da ist auch meine schon nochmal die Aussicht nochmal auf den Balkon. Danach werde ich auch endlich frühstücken, weil ich muss nämlich so schnell als möglich auch nach Hause fahren. So sieht das halt am Morgen aus, hier auf dem Balkon. Wenn man eincheckt in dem Hotel, bekommt man eine separate E-Mail, wo dann halt, wo man als Hotelgast gebeten wird, ein Pre-Check-In zu machen, den man dann über dieses PDF-Dokument dann halt anklicken kann. Ich werde euch das vielleicht zu Hause auch noch mal alles zeigen am Computer. Da werde ich halt noch mal an meinen Desktop-PC mal ein sogenanntes Let's Play da starten oder eine Bildschirmaufnahme und werde das euch mal zeigen. Auf jeden Fall füllt man dann online da wird man halt darum gebeten, online einen Pre-Check-In auszufüllen. Mit den wichtigsten Daten, die dann wie die Reservierungsnummer und der Postanschrift plus E-Mail-Adresse. Die muss man halt schon mal dort grob schon mal seine Daten angeben. Dort im Formular wird man auch schon darum gebeten, einen Tisch zu reservieren. Das heißt, wenn man morgens frühstücken möchte, muss man einen Tisch reservieren. Bis maximal 10.15 Uhr kann man dann sich bis spätestens 10.15 Uhr einen Tisch bestellen.
Geh mal wieder rein, damit man ein bisschen besser was versteht. So, hier wird da gleich mein Frühstückstablett weg, gleich was mal frühstücken. Danach geht es auch auf die Heimreise. Aber das ist jetzt erstmal noch was anderes. Dann, wenn und wie gewohnt, kann man, wenn man Abendessen will, hier in den Restaurants, in den Hotelrestaurants, dann kann man sich, dann soll man sich ebenfalls einen Tisch über Internet, also online einen Tisch reservieren. Und wenn man dir das dann gemacht hat online, zu Hause schon, kann man ja auch schon zu Hause so einen Tisch reservieren und dann die Reise antritt dann und endlich am Hotel angekommen ist, dann muss man sich zwar trotzdem noch mal an der Rezeption melden, dass man auch da ist, dass sie wissen, dass du dann auch da bist. An der Rezeption befindet sich direkt am Hoteleingang ein Desinfektionsspender. Da kann man sich gleich direkt am Eingang die Hände desinfizieren. Dann stellt man sich, wie ich euch das schon im Europapark erzählt habe, ist dort eine Warteschlange eingerichtet worden mit gelben Abstandslinien, die dann halt immer zu je 1,50 Meter Abstand auf dem Boden geklebt hat in der Lobby. Dann stellt man sich dort in der Warteschlange an, bis man dann halt dran ist. Dann geht man zu der Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der Rezeption und dann meldet man sich dann halt wie gewohnt hat und vergleicht halt nur noch die Daten, ob die Daten korrekt sind und dann setzt man halt seine Unterschrift drunter, wenn die Daten natürlich korrekt sind. Und wie ich das euch gestern schon gesagt habe, für die Hotelgäste ist es halt eine Sonderheit, ein Hotelgast, je nach Aufenthaltsdauer dürfen die Hotelgäste so während diesen Zeitraums dann halt in den Europapark. Eintrittskarten gibt es dafür an der Rezeption. Ich glaube, bis zu maximal 4 Tageskarte gibt es. Kommt immer darauf an, wie viele Aufenthaltstage man hier in dem Hotel hat. Nächstes Jahr werde ich dann, wenn es immer noch keine Clubkarten geben sollte, auch einfach nur eine 4 Tageskarte kaufen. Und 4 Tage werde ich dann einen Plan zum Ausflug machen. Das ist dann halt mein Vorhaben im nächsten Jahr. Ihr seht natürlich meinen Koffer, aber ich filme euch jetzt natürlich, zeige euch einfach mal so nochmal das Zimmerchen, welches halt in den vergangenen 8 Nächten mein Zuhause war. Da hängt nur meine Jacke. Ich habe absichtlich alles noch hängen und liegen gelassen. Weil in dem Video soll das halt noch so aussehen, das Zimmer, wie ich in dem Zimmer halt übernachtet habe. Ja, eigentlich hätte ich mal den Fernseher auch ausmachen können, lieber. Nicht, dass das da Probleme gibt. Apropos Fernseher. Fernbedienungen werden grundsätzlich wegen der Hygieneschutzmaßnahmen in so eine Plastiktüte eingewickelt. Die werden dann wenn ein neuer Gast halt hier reinkommt, wird dann die Hülle der Fernbedienung dann gewechselt. Ich glaube, das war auch alles das Wichtigste, was ich dann halt so erzählen muss am Hotel. Ich kann euch ja nochmal separat für die Regelungen im Hotel nochmal erzählen. Wenn man hier auf seinem Zimmer ist, darf man seinen Mundschutz, braucht man seinen Mundschutz nicht aufhaben. Wenn man aber, sobald man in die Lobby reinkommt, in allen öffentlichen Bereichen des Hotels kommt, dann muss halt ein Mundschutz getragen werden. Man sollte sich natürlich auch regelmäßig die Hände waschen im Hotel und hier wird auch jetzt erstmal noch nicht das letzte Video sein. Ich werde dann noch mal einmal ein Video zu Hause machen am PC. Da werde ich euch nochmal diese Dokumente euch mal zeigen. Da werde ich euch auch mal so eine Reservierung zeigen, die ich dann euch dann natürlich so
präsentiere, dass dann halt meine persönlichen Daten halt da nicht zu sehen sind. Das ist dann auch machbar. Oder ich bereite dann, bevor ich die Aufnahme mache, dann alles am PC dann auch vor, und dann, damit man halt das nicht, auch ich meine persönlichen Daten natürlich schütze. So, dann werde ich mich jetzt an dieses schöne Frühstück machen, weil danach werde ich dann meine Koffer packen und dann nach Hause fahren. Nächstes Jahr wird es dann eine weitere Videos geben aus dem Europapark. Da werde ich euch auch noch ein paar andere Hotels auch mal zeigen, die man halt so normal öffentlich dann halt betreten kann. Da werde ich mal euch auf jeden Fall, da wird auch nächstes Jahr dann auch, werde ich euch die öffentlichen Bereiche dieses Hotels auch mal zeigen, nämlich das Colosseo Hotel und das Nachbarhotel rechts auf der rechten Seite, das Santa Isabel Hotel, das werde ich euch auch zeigen, und das Castillo Hotel. Da werden wir einfach mal so eine Rundtour starten mal, und dann werde ich euch das Hotel auch mal von innen, die öffentlichen Bereiche auch mal zeigen. Aber alles halt nächstes Jahr. Ich mache jetzt an dieser Stelle mein Video zu Ende. Beende jetzt hier an dieser Stelle jetzt mein Video. Zu Hause wird es dann halt vielleicht, wenn ich ein Feedback. Ich werde bestimmt mit Sicherheit eine E-Mail bekommen für das Feedback, dass ich ein Feedback abgeben kann. Werde ich euch das auf jeden Fall dann in Zusammenhang mit dann zeigen und dir das Dokument, was man halt in der PDF dann bekommt, dann halt euch mal zeigen, wie das halt aussieht. Wie man halt online ein Pre-Check-In macht und halt, wenn das halt nicht funktionieren sollte, dann mache ich das halt nur auf Just Forma dann halt nur und werde euch das dann nächstes Jahr, euch dann ein paar Tage vorher am PC dann auch präsentieren, wie das funktioniert. Wenn das halt überhaupt noch nächstes Jahr halt noch solche scharfen Schutzmaßnahmen noch gemacht werden müssen. Aber ich vermute, dass es nächstes Jahr halt der Fall sein wird. An dieser Stelle beende ich jetzt die Aufnahme und sage hiermit Tschüss, bis zum nächsten Video. Das wird dann halt zu Hause bei mir nochmal am PC zum Abschluss nochmal gemacht werden. Da werde ich euch dann mal am Computer zeigen, wie das Dokument halt aussieht, wie man. Das wird das halt nochmal so ein kurzes Abschlussvideo geben. Und dann werde ich euch zusammen mit euch zusammen halt in dieser Aufnahme am PC dann auch dieses Feedback noch ausfüllen und halt mit euch zusammen werde ich euch das dann auch mal aufnehmen und halt auch mal die jeweiligen Bewertungen dann halt mit euch zusammen halt mal präsentieren. Aber an dieser Stelle verabschiede ich mich jetzt von euch und sage hiermit Tschüss bis zum nächsten Video. Wenn es heißt, wenn ich dann zu Hause bin, wird es dann an meinen Rechner nochmal eine Bildschirmaufnahme geben und dort werde ich euch dann diese Dinge dann euch mal zeigen. Bis dann sage ich erstmal Tschüss. Ich sehe zu, dass ich dann jetzt nach dem Frühstück dann nach Hause fahre. Und wenn ich zu Hause angekommen bin und ich dann den alten Schrank abgebaut habe, dann setze ich mich dann einmal an den PC und fange dann an mit den. Fange fang mit dem PC. Fange ich dann halt mit der Bildschirmaufnahme am PC dann an und zeige euch dann halt die jeweiligen Dokumente. Bis dann sage ich Tschüss und haut rein, Leute. Und vergesst kein Abo dazulassen. Kommentare werden auch von mir gerne gesehen und auch einen Daumen hoch in unter dem Video. Würde mich auch freuen. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal und haut rein.